Heute möchte ich euch die Birke vorstellen und man erkennt sie ja sehr klar an der Rinde, an der weißen. Und die Birke hat für mich eine ganz besondere Bedeutung im Frühjahr, weil sie auch dafür steht, dass sie die Säfte in den Fluss bringen, entgiftet, und somit esse ich jedes Jahr von dieser wunderbaren Birke hier ein paar Knospen. Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Da schauen wir mal, was wir da finden. Zum Beispiel hier. Und auch hier wieder frage ich erstmal die Birke, einfach aus Respekt der Natur gegenüber, ob ich mir von ihren Früchten was nehmen darf. Und das knüpft sich dann so ab, auch von einer Stelle immer nur so zwei höchstens. Und jetzt seht ihr, die sind auch relativ klein, aber so sehen die aus, genau. Und die kann man wunderbar essen, haben auch einen harzigen Geschmack, bitter, leicht bitter. Ich würde nicht mehr als 3-4 am Tag essen, weil es natürlich auch wirklich in die Entgiftung geht. Hat viele Mineralstoffe und Vitamine. Und wenn man sich einmal an den Geschmack gewöhnt hat, ja, dieses Harzige, ist es wirklich gerade morgens für mich ein absolutes Geschmackserlebnis und weckt so alle meine Sinne auf, was ich sehr liebe. Genau, ja, das zur Birke.